Moin, herzlich willkommen zu Tag 3. Frühstück, ein Schoko-Matcha. Das sieht interessant aus mit Kakao und so. Und das Hauptgericht, das Frühstück, ist Babyspinat mit Mango und ebenfalls Matcha. Dummerweise ist das nur irgendwie durch das Eis alles ein bisschen zu hart geworden und ist jetzt eher eine Art Matcha-Spinat-Mango-Eis geworden. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Bis später. In der Mangelung der Zeit und der Muße gestern Abend gibt es heute zum Mittag noch einmal Blumenkohl. Das ist quasi das Essen von gestern. Dafür geht es dann heute Abend wieder frisch ans Werk in der Küche. Irgendwie müsste ich für morgen auch noch mal Matcha für unterwegs mit einpacken, damit ich irgendwie was für den Nachmittag habe. Irgendwie so zwischen 3 und 5 habe ich schon einen leichten Durchhänger und könnte gut Kaffee trinken. Aber da wäre dann vielleicht ein Matcha noch eine feine Sache als Nummer 2 am Tag. Naja, mal schauen, wie es heute ist. Nabend, der Tag ist zum Glück zum Teil vorbei. Nur liegen zwischen 12 Uhr mittags, wo es was zum Essen gab, und jetzt gleich 20 Uhr mal irgendwie 8 Stunden ohne Essen. Und langsam hängt mir der Magen so ein bisschen in die Kniekehlen, aber im normalen Alltag ist das irgendwie einfach mal alles gar nicht so einfach. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Salat vorbereitet. Und hier unten ist ein schönes Schlachtfeld, wo noch ein bisschen Tofu anbrät. Und dann gleich der Rest fertig gemacht wird für das Topping. Und dann ist es irgendwie so ein Tofu-Chili irgendwas. Und ich habe hier schon mal das entsprechende passende Laufdress an, weil irgendwie nach dem Essen und kurz sacken lassen geht es dann nochmal raus auf die Straße bzw. an Kanal eine Runde laufen. Tschö. So, endlich ist es soweit. Bananenchips, Tomaten, Chili, das eigentliche Chili, Avocado und Frühlingszwiebeln und der Teller. Und das wird jetzt alles lecker zusammengebastelt. Ah, endlich. Zack, da ist das fertige Ergebnis. Hatte ich schon erwähnt, dass ich fast am Verhungern bin? So, jetzt geht's los. Yippie! So, da bin ich an der Alster. Meine Lust hielt sich ja erst in Grenzen, aber wenn man erstmal unterwegs ist, geht's ja. Kleine 5-6 Kilometer wären es dann immerhin doch. Naja, gutes Programm für heute und Schluss. Jetzt noch nach Hause, duschen, ja, und gucken, was es für morgen noch